So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir haben zwar noch ein paar Orte hier offen, die ich gerne noch besuchen würde, aber wir haben noch eine Mission zu erfüllen. Und zwar müssen wir in die Kirche gehen und wir müssen für Jakob Rache verüben. Und ich möchte nicht, dass Boris das macht, denn Boris ist zwar mittlerweile ein Teil unserer Familie geworden, aber er hat nicht diese emotionale Nähe entwickelt zu Jakob, so wie Jan zum Beispiel. Ich werde jetzt Jan losschicken. Ja, ihr habt richtig gehört, ich selber werde mich damit beschäftigen und mich darum kümmern. Boris hält aber zu Hause Wache und Jan wird sich jetzt aufmachen. Und zwar nehmen wir den Lockpick mit. Wir nehmen das Gewehr mit. Ist halt nur Short Distance, ne? Und der Typ läuft ja da oben rum. Das ist jetzt vielleicht die Gefahr. Vielleicht sollte ich lieber eine Pistole mitnehmen. Ja, ich nehme Pistole und Messer mit. So. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Ich habe nur Angst, dass der Typ irgendwie gut ausgerüstet ist oder so. Wie kann ich denn die Waffe hier wechseln? Ach, ich bin so dämlich. Ich habe keine Munition mitgenommen. Ein Traum. Das heißt, ich kann jetzt hier zwar mal kurz gucken gehen, aber ich kann mich jetzt hier nicht reinstürzen in diesen Kampf. Fuck, ich habe auch keine... Oh, kacke, der Typ ist da oben. Okay. Bloß nicht in Panik verfallen. Boah, der hat eine Shotgun dabei. Kein Wunder, dass ich so schnell gestorben bin. Oh, fuck. Okay, er klettert runter. Und scheint sich zu verziehen. Ah, da ist er hochgegangen, alles klar. Was liegt hier? Ist das Jakobs Leiche? Ja. Oh Mann, ey, um mich da reinzuballern, muss ich... Also ich muss eine Säge mitnehmen. Und muss mich hier einmal durchschlagen, um diese Typen da irgendwie abzuknallen. So eine Scheiße. Mist. Aber es ist irgendwie auch spannend, dass diese Leute also auch teilweise doch nochmal zurück in den Hauptraum gehen. Die Frage ist, wenn ich mich jetzt hier verstecke, können die mich sehen? Nee. Also wenn jetzt hier einer lang liefe, könnte ich ihn abstechen. Das sind auch zwei, ne? Das ist ein anderer. Ja, der hat Sorgen. Du hast den Priester umgebracht und dein Kumpel hat Jakob umgebracht. Ach so, der Rauch hier, der zieht drüber. Oh, wir werden krank. Ja. Ganz im Ernst. Oh Gott, der kommt hierher. Oh Gott. Ach Mann. Jetzt geht der da rein. Ich fasse es nicht. Ob sein Kumpel jetzt wohl nochmal rauskommt? Also er will sich Essen holen. Das heißt, er geht jetzt hier runter und da hoch, denn da ist ja der Kühlschrank. Ist der Kumpel pennen gegangen? So, Jan geht jetzt erstmal in diese Nische hier. Oh, scheiße, ich weiß es nicht. Wir klettern einmal nach hier oben. Fuck, ich habe unten Schritte gesehen. Ganz im Ernst, ich renne jetzt erstmal weg. Ohne Waffe macht das keinen Sinn. Ja, das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Ich bin noch nicht dazu bereit, auch noch Jan zu verlieren, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Erstmal zum Ausgang rennen und ich könnte aber trotzdem irgendwie noch ein paar Einzelteile hier sammeln. Davon hält mich eigentlich keiner ab, oder? Aber... Ach Gott, was ist, wenn die jetzt hier wieder auftauchen? Schon nicht passieren. Aber ich habe hier auch irgendwie nichts mehr, ne? Hier oben habe ich schon alles mitgenommen, offensichtlich. Achso, ich bin auch gerade im Kampfmodus. Da kann ich natürlich auch nicht sehen, wo ich was mitnehmen kann. Ja, ganz im Ernst, egal. Ich gehe jetzt erstmal zurück zum Ausgang.
Und komme dann nächste Nacht mit Munition wieder und dann schieße ich. Dann schieße ich einfach als erstes. Oder, nein, jetzt kommt ein besserer Plan. Ich hole mir erst noch, ich gehe irgendwo anders hin, hole mir noch ein paar Einzelteile, dann baue ich mir diesen Helm zusammen und dann, dann komme ich hierher zurück und dann knall ich sie alle ab. Jakob, tut mir leid, dass deine, dass die Racheaktion für dich jetzt sich so verzögert. Tag 29, immer noch tiefster Winter. Ich wünschte, der Winter wäre wenigstens langsam vorbei. I really tried. Jan, gib's doch zu, du wolltest den Helden spielen und hast nichts gemacht. Ist Alex wieder gesund? Ja, wenigstens etwas. Boris ist müde, der musste Wache halten. Alex kann mal wieder hier unten den Ofen anmachen. 14 Grad ist aber noch gut genug. Zack. Für setze ich meinen Sessel. Und ja, gucken wir nochmal nach. Zwei Components. Ja, das ist doch machbar. Das ist doch auf jeden Fall machbar. Ja, wir beenden den Tag jetzt einfach. Ist egal. So, Jan zieht wieder los. Alex pennt nochmal. Der ist ja gerade erst wieder gesund geworden. Boris darf schlafen und Philipp macht die Wache. Ja, wo gehen wir hin? Wo können wir uns nochmal ein bisschen was sichern? Wo hatte ich denn noch was zurückgelassen? In der Schule, ne? Ja, komm, gehen wir nochmal in die Schule. Holen uns da noch ein bisschen was. Brauchte ich da wohl noch was? Also höchstens brauche ich... Ich nehme mal die Schaufel mit. Aber höchstens brauche ich da eigentlich den Lockpick. Ich hätte auch Boris nehmen können, aber ist egal. So, nochmal hier rein. Und jetzt erstmal ab nach unten. Stimmt, da habe ich den Obdachlosen ja das Gemüse geklaut. Ich Fiesling. Hallo. Hallo. Ich gehe mal in die Nische. Get out of here and get out of there and leave. Okay. Okay, jetzt hat er mich gesehen und er will, dass ich gehe. Alles klar. Ich will natürlich nicht provozieren. Why do they make so much noise? Ja, dann gehe ich halt hier lang. Du Depp. Aber der hat mir jetzt schon einen Strike gegeben, ne? Nicht, dass du jetzt nachher beim dritten Mal sagt, sorry, ich knall dich ab, du Schwein. Na gut, aber der wird ja keine Waffen haben. Ach, traumhaft, super. Components brauche ich ja wirklich viele. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. So. Und jetzt muss ich abhauen. Jetzt habe ich nur noch einen Weg. War gut. Das hat ihn nicht gestört. Sehr schön. Der schläft. Das heißt, ich kann mich jetzt zum Ausgang bewegen. Gefahrenlos. Ja, der hätte mit, wäre der fast aggressiv geworden. Oder ist aggressiv geworden, aber zum Glück nicht handgreiflich. Ich vermute mal, wobei ich habe jetzt, ich habe die Schaufel dabei gehabt. Okay, mit denen hätte ich mich wehren können. Aber so ist auch gut. So. Day 30. Drei Viertel der Zeit sind um. Jan hat diese Nacht endlich was mitgebracht. So, darf sich zur Belohnung hinlegen. Boris macht was zu essen. Alex kommt mal dahin. Philipp hat Wache gehalten, darf sich ins... Wobei Philipp ist auch hungrig, die schicken wir auch noch hoch. Machen wir jetzt erstmal was zu essen hier. So, schön schlafen. Wie Philipp sich hier lang schleppt. Wie ein begossener Pudel. So, Boris macht was zu essen. Und darf sich dann an der Gitarre versuchen. Mal ein bisschen Stimmung hier in die Bude bringen. Alex macht, isst sich auch ein bisschen was. Alex geht aber jetzt schon mal runter. Der muss ja gleich ein bisschen basteln.
Und Phil macht sich jetzt noch was zu essen. Macht dann direkt was mit, so freundlich wie er ist. So, jetzt wird erstmal dieser Helm hier gebaut. Den habe ich auch noch gar nicht getragen. Also ich hoffe, dass man den überhaupt mit in einen normalen Einsatz nehmen kann. Und dass der nicht nur zur Verteidigung bei so Übergriffen eingesetzt wird. Das weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. So, Phil, erstmal was essen. Und Alex hat fertig gebaut. Wunderbar. Eine Säge brauchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, eine zweite Schaufel, wenn das noch geht, weil da unten muss Jan ja, wenn er unter der Kirche sich da und zu diesem Wohngebäude durchschaufeln muss, dann geht die Schaufel vielleicht kaputt, weil das ja schon ziemlich viele sind. Ja, eine können wir uns noch leisten, sehr schön. 10 Grad sind es nur noch. Philipp sollte sich jetzt aber erstmal hinlegen. Jan holt sich eben was zu essen, legt sich dann auch wieder hin. Boris kann mal hier ein bisschen nachheizen. Alex gerade fertig geworden. Ja, wir haben so viel Platz, Stuff hier. Wir können also noch ein Lockpick bauen. Ist auch super. Sehr, sehr schön. Ja, mal richtig schön aufheizen hier die Bude. Ne, also die Käfige sind auf jeden Fall, ist das eine variable Zahl, wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Tagen werden Fertilizer benutzt oder so. So, sind wir damit fertig. Kurz mal Radio hören, vielleicht gibt es ja schon eine Ansage, wann der Winter vorbei ist. Also, das kannten wir schon, das kannten wir auch schon. Und auch das kennen wir schon, also nichts Neues wissen wir. Jetzt ist es wieder schön warm im Haus. Alle sind versorgt. Nur nicht Philipp, aber der schläft ja gerade. Dementsprechend denke ich, können wir es wagen. Jetzt geht es in die Kirche. Jan, mach dich bereit. Es zählt nun. Alex hält Wache. Also, was brauchen wir? Säge auf jeden Fall. Schaufel auf jeden Fall. Wir nehmen die neue mit. Lockpicks nehmen wir auch mit. Wir brauchen Munition. Wir brauchen den Helm, nehmen wir mit. Ja, der ist ausgerüstet. Against Bullets and Knives. Und wir nehmen das Gewehr mit. Und ein Messer auch. So. Mehr geht nicht. Oh Gott, jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, aber jetzt muss es endlich passieren. Shotgun and Knife, was heißt das denn, dass er automatisch wechselt? Auf jeden Fall hat der andere Typ, wenn man sich das Model dieser Waffe anguckt, hatte der definitiv auch eine Shotgun dabei. So. Ja, da rennt er gerade unten lang. Nach unten. Ja, der Typ mit der Shotgun ist auf jeden Fall der Jakob ermordet hat. Und der mit der Pistole ist einfach nur ein Arschloch, der dann in diesem Haus rumwohnt. Wahrscheinlich wirklich das alte Priesterhaus, ne? Scheiße ist das. So, bloß weil wir hier auf Mordtour sind, heißt das ja nicht, dass ich auch ein paar Sachen mitnehmen kann. Wenn ich es hoffentlich schaffe, den Typen abzuknallen, dann, dann kriege ich ja sowieso auch seine Waffe und sowas, glaube ich. Oh, die Tür hinten ist aufgegangen. Gott, oh Gott, aber warum? Ist er da hochgegangen? Hier scheint er nicht lang zu gehen. Können die den Lärm wohl hören, wenn ich jetzt das hier mache? Ja, so weit geht der. Das geht also nach oben. Theoretisch könnte mich also jemand hören, wenn er oben ist. Ich habe noch nie ein Feuergefecht in der Form ausgetragen. Sie
Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Ich wechsle schon mal auf die Waffe. Wir schauen mal hier durch. Da oben ist einer. Schläft der da? Ist das ein Bett? Da schläft einer. Machen wir die Tür mal auf. Da ist niemand zu sehen. Der andere schläft auch. Scheiße, es sind drei Leute. Ich kotze ab. Aber einen haben wir erwischt. Und der hat mich auch noch angefleht, es nicht zu tun, aber... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die haben mich auch leicht getroffen. Oh, ein Glück sind diese lahm, ey. Ein Glück. Alter Schwede, ich habe auch viel Munition verbraucht. Der hat echt einiges ausgehalten, der Typ. Hat der ein Gewehr dabei? Er sieht mich nicht, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Aber ich glaube, das war der Jakob ermordet hat. Verdammt. Jetzt rennt der eine hier unten. Suchen die mich? Der eine geht schon wieder nach Hause. Das heißt, der ist jetzt hier alleine. Ach, jetzt gehen die auch hier unten lang. Ja, ja, klar. Ich mache den Weg hier frei. Das war wahrscheinlich auch eher dumm. Ich hätte ihn wahrscheinlich nachts auch einfach ermorden können. Also erstechen können. Stellen wir uns mal hier rein. Komm, geh hier bitte nochmal lang. Verdammt. Oh, 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 jetzt kommt er hier lang. Jetzt kommt er hier lang. Nochmal zurück. So, ab in die Nische. Boah, jetzt die Frage, ob ich den messern kann. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, tut das gut. Ich weiß, es ist eigentlich krank, aber sie haben sich's verdient. Okay, der nächste kommt auch nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt nur noch ihn. Das ist der Jakob ermordet hat, glaube ich. Come on, come on, come on, come on, come on. Ja! Das habt ihr davon. Miesen Schweine, ey. Ich kann sie jetzt wenigstens noch ausnehmen ein bisschen. Oh. Mein Herz schlägt gerade viel schneller. Ist auf jeden Fall aufregend. Aber es hat es verdammt gut getan, auch wenn es irgendwie krank ist, aber... Sie haben einen Pfarrer oder einen Priester ermordet, sie haben Jakob auf dem Gewissen. Das haben sie sich selber zuzuschreiben. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ich dachte, hier sind eh nur zwei. Dass jetzt hier drei waren, hat mich ein bisschen schockiert, aber ja. Oh nein. Ist das eine. Ist das noch einer oder ist das vielleicht eine Ratte? Der steht auf einer Stelle. Das ist noch einer. Ich glaub's nicht. Oh fuck, die Zeit läuft ab. Ah, Mist, Mist, Mist. Okay, was lassen wir hier? Wir lassen das hier. Wir nehmen die Pistole natürlich mit. Wir nehmen die Muni mit. Boah, krass, super. Da komme ich nicht durch, das heißt, ich muss jetzt zum Ausgang rennen, aber das werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen, ganz ehrlich. Das, Jan wird zu lange brauchen, bis er es zurückschafft. Hier die ganzen... Wobei, es könnte ganz knapp noch hinhauen. Jetzt ist echt nur die Frage, ob das jetzt noch irgendein Typ da hinten ist, ich weiß es nicht. Ach, Mann, 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 Mann. Ah, scheiße, ich glaube, das packt er nicht, das packt er nicht. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Zack und zack. Ne, wird nix. Jetzt wird die Zeit ablaufen. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ah, hoffentlich kommt Jan sicher an. Wie dem auch sei, die Folge ist hiermit jetzt auch erstmal vorbei. Tag 31 beginnt und wird unsere Tradition eingehalten werden? Natürlich wird sie eingehalten werden. nichts passiert, aber sehr schön. Ja, mit diesem aufregenden, für mich aufregenden Ereignis beenden wir die Folge. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.